Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Ministerpräsident Laschet, Sie suggerieren hier, wir hätten die Erwartungen geschürt, die Sie dann hinterher selber nicht erfüllen konnten. Ehrlich gesagt, das waren Sie ganz alleine, die das gemacht haben. Sie haben diese Erwartungen geschürt, und zwar mit ganz faktenfreien Versprechungen, und konnten das dann selber nicht einhalten. Und ich möchte zu den zwei Punkten, die vor allen Dingen da problematisch waren und vollkommen faktenfrei. Mein Kollege aus der SPD hat eben schon etwas dazu gesagt, wie faktenfrei eben diese Geschichte ist. Wir könnten jetzt mal eben schnell hier Strom aus Nordrhein-Westfalen nach Belgien liefern. Die Leitungen sind nicht da. Sie haben es eben selber gesagt. Das ist der erste Punkt. Nehmen wir den mal beiseite. Dann sagen Sie, wir liefern den Braunkohlestrom. Also jetzt mal rein technisch gesehen, man kann nicht etwas ausgleichen mit etwas, was schon zu 100% läuft. Braunkohlekraftwerke laufen schon komplett durch, sie laufen schon 100% durch. Die kann man dann nicht noch hochfahren, um hinterher Atomkraftwerke auszugleichen. Dafür braucht es Gaskraftwerke, die stehen in den Niederlanden und in Deutschland still. Und dafür braucht es eben auch beispielsweise erneuerbare Energien bei uns in den Niederlanden und in Belgien. Und das ist das Thema. Und nicht einfach zu sagen, wir liefern hier Braunkohlestrom, das ist komplett faktenfrei. Und damit sollten Sie aufhören. Ja, wir haben es eben schon mal gehört. Natürlich ist es erstmal heikel, wenn man anderen Staaten energiepolitische Hinweise gibt. Ja, es geht, das haben wir jetzt mehrmals gehört, um die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten. Aber natürlich darf man darüber sprechen. Aber was Sie gemacht haben, Herr Laschet, Sie haben ganz groß verkündet und dann nach unserer kleinen Anfrage gemerkt, dass Sie jetzt liefern müssen, dass das bisher noch nicht war. Dann haben Sie diese Reise mit heißer Nadel gestrickt und haben dann, wie als wenn dieser Arbeitsnachweis notwendig wäre, auch noch den Bus voller Journalisten damit hingenommen. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn das Ihr Verständnis von Diplomatie ist, dann kann das nur ein Desaster werden. So funktioniert das da nicht an der Stelle. Und wenn wir uns dann noch mal angucken, was hier gerade für ein falsches Bild von der Vergangenheit gemacht wurde, von dem, was gemacht ist. Ich mache das ungern, dass wir immer wieder die Vergangenheit gegen das auflisten, was... Ja, nee, ist so. Dann können Sie mal gucken, wie oft ich das bisher gemacht habe. Also das können Sie mir jetzt persönlich wirklich nicht vorwerfen. Aber gucken wir uns einmal an. Mein belgischer Kollege hat die Energieministerin gefragt, Jean-Marc Nollet hat die Energieministerin gefragt, was haben denn für Gespräche stattgefunden in letzter Zeit? Und was kam als Antwort? Das letzte Gespräch, was dort geführt wurde, war mit dem damaligen Umweltminister Remmel. Andere Gespräche hatten bis dahin nicht stattgefunden. Und wenn wir uns dann angucken, dann verkünden Sie ja groß, was wir ja machen, ist auch noch, wir treiben die Klagen weiter voran. Das sind alles Dinge, die Rot-Grün angefangen hat. Ich finde schön, dass Sie sie weiterführen, aber Sie können dann nicht sagen, das ist das, was wir hier alles groß machen. Das ist alles nur Ihr Verdienst, das stimmt einfach so nicht. Und dann möchte ich zu guter Letzt, also wo ich wirklich gedacht habe, ich kippe hier aus den Latschen, ich muss das ganz ehrlich sagen. Also Herr Laschet, wenn man einen Atomausstieg will in Deutschland, dann muss man ihn auch komplett wollen. Und dann gehört auch eine Urananreicherungsanlage in Gronau dazu und in Lingen eben auch. Das geht nicht alleine. Und wenn Sie hier auf einmal sagen, wir müssen Gronau behalten, damit wir mit dem Iran reden können. Also ich finde diese Logik, wer sich für die Sicherheit vor atomarer Bedrohung einsetzen will in der Welt, der muss dann weiter selbst mit einer atomaren Bedrohung leben. Das ist Ihre Aussage. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde das so abstrus. Ich finde das so abstrus, wie eben auch Ihr Verständnis von Verhandlungen, das alles in der Öffentlichkeit zu führen, und Ihr Verständnis von Diplomatie. Wir werden weiterhin da den Finger in die Wunde legen und Sie kritisieren. Da können Sie noch so sehr sagen, dass Ihnen das nicht gefällt. Wir machen da weiter, weil diese abstruse Logik lassen wir Ihnen nicht durchgehen.